So, machen wir weiter. Es hat ein bisschen Probleme gegeben mit dem Akku, muss noch mal laden. So, also, wir haben jetzt das Problem, dass die Sache mit dem Euro durchschlägt. Das heißt, die Leute haben gemerkt, dass es eben keine richtige Währung ist. Die Investoren ziehen sich jetzt aus dem Euro-Rahmen zurück. Es kam zu einem größeren Volumen Abverkäufen von Staatsanleihen der USA. Also China und Russland haben größere Pakete der US-Staatsanleihen auf den Markt gehauen. Das bedeutet, dass die US-Regierung Probleme hat, an Devisen zu kommen. Ja? Also wir müssten jetzt im Prinzip zu noch schlechteren Konditionen Geld auf dem internationalen Geldmarkt aufnehmen und das Rating wird dadurch nicht besser, ja? Sondern das droht dann zu kippen. Jetzt ist eben die Frage, wie reagiert die USA darauf? Ja, mal abwarten. Es ist also jetzt so, man muss sich jetzt Gedanken machen, was passiert, wenn aus der Eurozone das Kapital herausgezogen wird. Ihr müsst euch vorstellen, dass die meisten Geldprodukte, die im Internet gehandelt werden, nicht physisch gehandelt werden. Also es hat keiner oder kaum jemand hat den DAX physisch, sondern es sind alles nur Indizes, also abgeleitete Papiere, die gehandelt werden, und das Volumen ist um ein Vielfaches größer wie die eigentlichen tatsächlich gehandelten Aktien. So. Und das ist in so einer Größenordnung aufgebläht worden, dass man sagen kann, es ist 100-fache oder das 1000-fache des wirklich vorhandenen Sachwerts. So. Und man sagt dazu, das ist die sogenannte Derivateblase. Man könnte auch sagen Schneeballsystem, weil wenn der Unterste von der Pyramide ans Telefon gerufen wird und versucht, seinen Papierschein in den Sachwert umzurechnen, dass da schon 10 andere hinterherfallen, und wenn die umfallen, fallen weitere 10 hinterher. Und das ist also eine rasante Kettenreaktion, die nur deswegen noch nicht läuft, weil die bisherigen Versuche, sich beispielsweise Papiergold in echtes Gold ausliefern zu lassen, immer noch geglückt sind. Aber wenn das im großen Stil passiert und wenn es eine Panik gibt am Markt, ist einem das nicht mehr möglich. Und dann werden die jetzt noch im Markt drin sind und keine entsprechende Vorsichtsmaßnahmen oder Hedging betrieben haben, in die Röhre gucken, die sprichwörtliche. Jetzt ist die Frage, inwieweit greift dann das Hedging? Hedging heißt sozusagen wie eine Hecke errichten, sodass also das Unheil, was dann kommt, wenn eine Bank nicht mehr liquide ist, also im Prinzip den Handelsgewinn nicht mehr auszahlen kann, kommt es also dann zu großen Verlusten. Und das Handelskonto würde dann zufolge, wertlos werden. Ne? Und das ist eben die Angst, die viele Investoren haben, die im Euro-Rahmen investiert sind, weil sie sagen, wenn der Euro-Rahmen kollabiert, kriege ich ja meine Investition nicht wieder raus. Also ich habe zwar dann so einen Stapel Papier, wo irgendwas mit DAX draufsteht, aber ich kann daraus keinen Gewinn mehr ziehen. Also bringe ich mein Geld außerhalb der Eurozone unter, in irgendwelchen Südsee-Aktien. Auch wenn die geringe Performance haben, aber das, was da ist, bleibt da, weil eben dort diese Veränderung derzeit nicht ansteht. Und das ist das, was viele Investoren machen. Die gehen also deutlich weit aus der Eurozone raus, also so weit raus, sogar raus aus den Handelspartnern der Eurozone, also die Länder, die um die Eurozone rum sind. Und zwar so weit weg, dass also die Auswirkungen eines globalen Finanzcrashs so weit abgefedert ist, dass man sagen kann, man kann wenigstens dann dort in dem Zielland noch ein paar Gewinne mitnehmen, und wenn es dann dort auch alles zusammenhaut, ist es eh zu spät. Das ist also die Spekulation, die gemacht wird. Und jetzt ist eben die Frage, wäre denn das vermeidbar? Und da muss man sagen, ja, ist vermeidbar. Weil Deutschland, hatte ich gerade angedeutet, ist nur ein Kampfgebiet. Ne? Der Staat wird repräsentiert über das Kaiserreich, und die Grenzen im Kaiserreich sind die vom 28.10.1914. Und dieses Land ist das einzige Land in der Welt, was keine Staatsverschuldung haben kann, weil der Kaiser in dem Schuldgeldsystem nun mal nicht mitspielen durfte. Und hätte er mitspielen können, hätte er immer noch entscheiden können, ob er da mitspielen will oder ob er sich was Eigenes überlegt. Und wenn man so die letzte Geschichte des Kaiser Wilhelm II. So anguckt, ist ja gut dokumentiert im Internet, weiß man, dass er immer für innovative Ideen offen wäre, und er hätte dann sicherlich irgendein zinsloses staatliches Geld eingeführt. Ne? Das würde ihm dann Mark irgendwas heißen, keine Ahnung. So, und solange wie kein Verweser existiert, ist also dieses staatliche Recht und dieses Recht des Geldmonopols ja auch noch nicht angetastet worden. Das heißt, wenn Deutschland einen Verweser wählen würde,
könnte dieser Verweser bestimmen, dass Deutschland eine staatliche Währung kriegt. Da würden wir weder D-Mark noch Euro haben, sondern da würden wir dann zum Markt zurückkehren. Die hätte sicherlich die modernen Sicherheitsmerkmale eines heutigen Geldscheins, aber es wäre dann wieder eine echte Währung und sie wäre sicherlich dann auch wieder mit Sachwerten unterlegt. Ich denke nicht, dass ein neues Geldsystem aufzusetzen ist auf Kredite, die eh keiner bezahlt. Also ob Griechenland jemals diese Außenstände zurückzahlt, das kann sein, dass das irgendwann passiert, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja groß. Aber wenn man das Wirtschaftssystem gut aufstellt und sich überlegt, dass der Wert in der Währung im Prinzip in der Arbeitskraft steckt, dann kann man darauf natürlich eine Währung aufbauen. Das ist auch das, was Hitler 1933 gemacht hat. Er hat einfach gesagt, Arbeit, nur Arbeit schafft neue Arbeit. So, und da haben sie alle ihm einen Vogel gezeigt und er hat dann einfach mal bewiesen, dass es so ist. So, und dann war es bis zum Zweiten Weltkrieg nicht mehr weit, weil die Notwendigkeit bestand, das schnell wachsende sogenannte Dritte Reich auch noch zu stoppen. So, und das hat dann letztlich zu dem Zweiten Weltkrieg geführt. Und heute ist es wieder so, dass Deutschland, sagen wir mal, Platz Nummer 3 der stärksten Wirtschaftsnationen ist. Obwohl es ständig überregiert wird, die EU dort reinfuscht, Politiker korrupt sind. Trotzdem ist eben da das Wirtschaftswachstum, was aus dem Land hervorgeht, aufgrund des Segens darauf lastet, weil die Menschen in diesem Land nur halt mal friedfertig und langmütig sind und fleißig. Und das sorgt eben dazu, dass ein ständiger ständiges Wachstum passiert, was aber auf natürlichem Wachstum beruht und nicht einfach nur, dass man Derivate aufbläst. So, das bringt natürlich Wirtschaften in Probleme, die generell auf Papiergeld setzen und auf Blasen und die seit ihrer Existenz nichts anderes gemacht haben. Einfach nur, Dollar zum Beispiel ist ja durch nichts gedeckt. Ne? Und auch die ganzen Derivate vom Dollar sind durch nichts gedeckt. So, und wenn dann irgendeiner mit der Nadel mal vorbeikommt, dann implodiert das Ganze. So, und diese Nadel sind eben starke wirtschaftliche Verwerfungen, die eintreten, wenn zum Beispiel Verweser sagen würde, na, die Entscheidungen der Bundesrepublik werden nicht anerkannt. So, das wäre der Stich, der die Geldblase zum Einsturz bringt. So, und das passiert genau dann, wenn Deutschland sich einig wird, dass wir einen Verweser brauchen und dass der Verweser entscheidet, dass die Bestimmung, die Bundesrepublik erlassen hat und die sich nicht mit den Leitlinien der kaiserlichen Politik vereinbaren lassen, zum Beispiel die Schuldenpolitik der Europäischen Union, dann fallen die hinten runter und demzufolge auch alle Kredite, die da drauf sind. Und die Gläubiger, die darauf gesetzt haben, dass das irgendwann bezahlt wird, gucken also auch in die Röhre. So, das wäre also eine gegenüber der isländischen Lösung der Bankenrettung die deutsche Version, die dazu führen würde, dass also die Deutschen ebenfalls keine Staatsverschuldung hätten. Ja. Aber das geht natürlich nicht über Nacht. Das ist auch nicht ein rein formaler Vorgang, sondern das dauert eben die Zeit, bis eben diese Wahlen flächendeckend gelaufen sind. Ja. Und vielen Leuten dauert das alles zu lange und die fangen dann an, sich eine neue Verfassung auszudenken oder sich erstmal über die Souveränität als Mensch da so philosophisch zu bewegen. Es braucht einfach nur eine Wahl. In jedem Ort flächendeckend in den Grenzen 1914. Und mehr ist nicht nötig. Alles andere gibt es schon. Die Gesetze gibt es schon. Was man noch braucht, ist eine Änderungsgesetzgebung. Das ist das Einzige, was uns vor einem Euro-Crash rettet. So. Dann kann die ganze EU kann implodieren, die EZB kann implodieren. Das interessiert uns nicht, weil wir hätten dann wieder eine staatliche Währung. Und wir könnten dann sagen, okay, wir machen übergangsweise Schwarzer Franken oder wir machen übergangsweise in der neuen BRICS-Währung mit. Wir könnten auch Mitteldeutschland und die Ostgebiete abspalten. Das wäre auch mit dem Referendum möglich, das wäre vielleicht auch sinnvoll. Weil, ja, es hat ja eh kein Beitritt stattgefunden. Die DDR oder Mitteldeutschland ist ja dem Westen nie beigetreten und Kinkel hat ja den Einigungsvertrag dann wieder kassiert. Also wir könnten es machen, weil Frau Merkel will ja mit uns nicht reden. Wenn sie mit uns nicht reden will, müssen wir mit der auch nicht zusammenarbeiten. Dann kann sie ihre Schuldenpolitik und Asylpolitik West kann sie ja dann gerne machen. Die Mehrzahl der Leute, die hier leben, fühlen sich einfach nur von ihr hintergangen und betrogen und die wollen es einfach Fakten schaffen. Und die Fakten schaffen
Die kann man dadurch erreichen, dass man eben eine Verbesserung in dem Ort erstmal anfängt. Also, sagen wir mal Sachsen. Also die drei großen Städte machen drei Verbesserwahlen. Bestimmt für Chemnitz, Leipzig, Dresden, jeweils ein Verbesser. Und der ordnet die Sache neu. Das kann natürlich keiner sein, der in einem BRD-System auch schon mit Betrug und Unterschriftstricks aufgefallen ist, sondern sollte schon jemand sein, der eine ordentliche, fundierte Philosophie eines Rechtsstaats vertritt. Ich sage es mal so allgemein. Ja. Und sich auch einer politischen Meinung weitgehend enthält, sondern einfach nur das tut, was hier in dem Land erforderlich ist. So, das wäre der richtige Ansatzpunkt eines Verwesers. Da müsste ich einfach angucken, ist das, was ich jetzt entscheide, wird das vorher gut oder ist es schlecht? Und wenn es schlecht ist, lehne ich es ab und wenn es gut ist, mache ich es. So, und dann muss man so Fall für Fall sich angucken und dann sagen, ne, das schmeißen wir in die Mülltonne der Geschichte und das machen wir fertig oder das machen wir ordentlich. So, und dann kann man die vermurkste Politik der letzten 25 Jahre, die kann man sich eben angucken und dann kann man dann den Rest kann man dann eben in die Tonne tun. So. Und dann wäre die Bundesrepublik verpflichtet, Mitteldeutschland sozusagen wieder auszuzahlen, weil wenn die Wiedervereinigung nicht funktioniert hat, hat auch die Schuldenunion nicht funktioniert. Osten hatte 6 Milliarden Schulden, Wessiland hatte 624 Milliarden Schulden. Und da würde erstmal der Schuldenschnitt an der Stelle passieren. Also wir hätten dann wieder die 6 Milliarden und dafür hätten wir unsere 17 Millionen, die da abzahlen müssen, sind 1000 Euro im Jahr, das ist so gut wie nichts. Ja, das sind 100 Euro im Monat, die könnten wir auf einer Arschbacke abzahlen. So habt ihr Problem eigentlich. Also 6 Milliarden ist Bruttokasse für den Staat. Ja, man muss ja überlegen, Staatshaushalt eines Gebietes wie Mitteldeutschland wäre ungefähr 200 Milliarden. Pi mal Daumen. Das sind die 6 Milliarden, das ist einfach nur ein Durchlaufposten. So, und dann hätten wir eine ordentliche Finanzierungspolitik, wir würden ein Triple-A kriegen, also problemlos auch Geld auf dem internationalen Finanzmarkt aufnehmen können und wir könnten von dem Stand eine gesunde, wachsende Mittelstandsindustrie aufbauen. Und das würde uns einen größeren Euro-Crash und auch sagen wir mal, das Wegbrechen der Grundversorgung würde uns das erspart bleiben. Und das ist ja eigentlich das Hauptproblem, ne? Also dass die unteren Einkommensschichten so weit abrutschen, dass sie sich nicht mehr ernähren können und dann Rebellion ist. Und Rebellion würde dann bedeuten, dass die Leute dann in die Ämter reingehen mit der Spaltachse und alles klarhauen. Und das ist das, wo die öffentlichen Ämter und auch die Polizei denkt, dass das nicht passiert. Das ist aber ein Irrtum. Weil die Leute haben alle ihre Abschleppseile und Spaltäxte zu Hause. Also das ist überhaupt kein Problem. Das ist nur die Frage, wann der Zündfunke an dem Pulverfass ankommt. Und wenn Frau Merkel so weitermacht, ist der Tag, wo es knallt, nicht mehr lange hin. Und wenn die Grundversorgung wegbrechen würde, weil der Euro wegbricht, wären wir an dem gleichen Problem. Ja, wir reden ja schon seit 2004 uns mundfusselig in der Geschichte, weil wir immer wieder das Thema immer vortragen und aufbringen. Also, wenn die Grundversorgung wegbricht, und das passiert dann, wenn der Euro die Kaufkraft verliert, kommt es ja zum Bürgerkrieg. Und da ist immer wieder gesagt, nee, das passiert nicht, und wir sind der Bundesrepublik, wir sind die größte Bundesrepublik der Welt und so weiter. Mit solchen schwachen Argumenten wurde auch die DDR in den letzten Tagen ihres Bestehens über Wasser gehalten. Und was anderes ist es nicht, was momentan passiert. So, und deswegen sage ich jedem, bereitet euch vor, dass es über 6 Wochen hinweg überhaupt nichts gibt. Die Geschäfte leer sind, die Banken geschlossen haben, der dolles Chaos auf den Straßen ist und die sogenannten Migranten oder Invasoren räubern und plündern durch die Straßen ziehen und sich nehmen, was sie wollen. Das ist die Situation, mit der wir die nächsten, sagen wir mal, Vierteljahr, halbe Jahr konfrontiert sein werden. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es dieses Jahr noch knallt, ist sogar relativ groß. Denn passiert es, dass die Investoren ihr Geld aus der Eurozone abziehen, verliert der Euro-Dollar-Kurs an Bedeutung, fällt ins Bodenlose und damit ist die Kaufkraft weg. Und daher immer die Waren des täglichen Bedarfs sagen wir, zum Welthandelsniveau abgerechnet werden, kann man sich natürlich vorstellen, dass man dann für 100 Euro gerade mal noch ein Brot kriegt. Und wenn der Pegel immer erreicht ist, geht es dann sehr schnell in die Hyperinflation, wo man dann
wie wir es in der Weimarer Republik hatten, für eine Milliarde noch ein Boot kaufen kann. So, damit wurde dann das letzte Papiergeld, was da noch existiert, in einem lauten Puff durch die Esse gehen. So, das ist das, was man einen Neustart eines Geldsystems nennt. Und da hat es ja nur genügend gegeben. Ich warte, ich habe auch bei YouTube den Film Morgan Call, da Crash angucken, gibt es ja noch zu sehen bei YouTube. Guckt euch einfach den Film mal an, versteht den Film und dann wisst ihr, was in der nächsten Zeit auf uns zukommt. So, und wenn die Frau Merkel so weitermacht und weiter hier Invasoren in das Land holt, dann werden wir diese Situation sehr schnell erleben. Also ich sag mal, noch 2 Millionen mehr von den Leuten und dann ist der Siedepunkt erreicht, dass es dann irgendwann richtig rumpelt. Und zwar so rumpelt, dass die Sicherheitskräfte und die Polizei den nicht mehr erwarten können. So, und ja, wenn das so ist, müssen wir halt Vorkehrungen treffen. Und das ist eben das, dass man eben sich dann Konserven eher tut, Löschkonserven bevorzugt, dass man wenigstens 6 Wochen über die Runden kommt, bis eben, sagen wir mal, die Bürgerwut sich so weit wieder beruhigt hat, dass, sagen wir mal, die öffentliche Ordnung wieder hergestellt ist. So, und dann kann es wieder geordnet losgehen, wie es einem nach jeder Währungsreform auch wieder im Vorwärtsgehen gegeben hat. So, die große Hausnummer, die momentan im Raum steht, ist ja eine sogenannte Weltregierung schaffen. Und so Weltgeld und das Bargeldverbot, was jetzt in der EU beschlossen worden ist und was da kommen soll 2017. Ich glaube nicht, dass der Euroraum so lange überlebt. Aber man merkt schon, dass die neue Weltordnung über die Freimaurerlogen hier versucht wird reinzudrücken. So, und die einzige Möglichkeit, sich dem zu entziehen, ist einen souveränen deutschen Staat zu gründen, also eine deutsche Föderation, ein Verwaltungskonstrukt, um das Kaiserreich zu verwalten. Das wäre hier für Deutschland die einzige denkbare, saubere Lösung. So, einen totalen Schnitt mit der Weimarer Republik, kurz wird goldene Donne und einfach die staatlichen Strukturen, wo Kaiser Wilhelm schon mal angefangen hatte, was zu entwickeln und was sich hervorragend schon angelassen hatte, wo das Wirtschaftswachstum schon bis an alle Grenzen sich gesteigert hat und wo Deutschland die absolute Nummer 1 war, das kann ja wieder kommen. Ja? Die Möglichkeiten haben wir. Ich denke, dass die vielen Südstaaten auch darauf warten, dass wir die Initiative ergreifen. Momentan sind uns nur deswegen die Hände gebunden, weil die Leute immer noch nicht verstanden haben, was der Schlüssel des Erfolges ist. Und der Schlüssel des Erfolges ist, die Verweserwahl auf die Beine zu stellen. Und Demonstrationen hin und her, aber solange Demonstrationen mit Schwarz-Rot-Gold passieren, ist dieses Ziel, hier Ordnung einzukriegen, noch sehr, sehr weit entfernt. Und ich kann es den Pegida und Legida immer wieder nur empfehlen, befasst euch einfach mal mit der Situation, wenn der Staat nun mal kein Staat ist, was machen wir denn da nun? Na, dann müssen wir uns eben auf den Staat zurückziehen. Und der Staat ist das, was die 26 Bundesstaaten sind. So, und wenn wir das haben, dann hätten wir die Souveränität und dann könnten wir auch die Entscheidung treffen, dass diese Missstände, dass also hier die Asylanten und Invasoren in Größenordnung einziehen, einfach abstellen, indem wir die Zollgrenze errichten und wer kein Visum hat, hat er innerhalb von 48 Stunden das Land zu verlassen. Ganz einfach aus der Geschichte. So. Und dann wissen wir ja auch, wenn es diesen Staat gibt, dass diejenigen, die meinen, dass sie gewählt sind, auch gar nicht gewählt sind. Weil sie ja die Staatsangehörigkeit des Kaiserreichs schon mal nicht haben. Weil Deutsch nun mal keine Staatsangehörigkeit ist, die im Kaiserreich eine Gültigkeit hatte. So, wenn da müsste Sachsen drin stehen oder Preußen oder also eins von den 26 Bundesstaaten. So, und darauf warten wir halt. Und solange wir das nicht haben, kann sich keiner der sogenannten Politiker damit brüsten, gewählt zu sein. Das ist einfach die Message des Tages.